Hallo und herzlich willkommen zum neuen Demo-Video, der Betriebsvergleich. Zuallererst kontrollieren Sie Ihre Betriebsangaben, um bestmöglich zu Ihrem Betrieb hinreichende Ergebnisse zu erzielen. Öffnen Sie dazu Systemeinstellungen. Betriebsangaben. Hier können Sie gegebenenfalls Ihre Kontaktdaten anpassen. Unter dem Reiter Sonstige finden Sie allgemeine Betriebsinformationen wie Stall- und Tierinformationen und Mecktechnikinformationen. Bestätigen Sie diese mit OK. Punkt 2. Einstellungen Betriebsvergleich. Den Betriebsvergleich finden Sie unter Management, Wirtschaft und Punkt 1 Betriebsvergleich. Über Auswahl können Sie den Vergleich auf Basis verschiedener Eckinformationen einstellen, zum Beispiel Land oder Rasse. Über Eigenschaften können Sie auswählen, in welchen Perioden der anzuzeigende Zeitraum dargestellt werden soll. Klicken Sie auf Sync, um einen neuen Betriebsvergleich zu starten. Der Betriebsvergleich wird in sechs Elemente unterteilt: Allgemein, Laktationsproduktion, Fruchtbarkeit, Gesundheit, Milchproduktion und Nachhaltigkeit. In den rechten Spalten werden die aktuellen Monate oder der aktuelle Monat, dies ist abhängig von Ihren Einstellungen, farblich dargestellt. Hof sind die Informationen Ihres eigenen Betriebes. Der Durchschnitt gibt Ihnen den Durchschnitt des Elements aller teilnehmenden Betriebe an. Die Spalte 20 Beste zeigt den Schnitt der besten 20% an. Natürlich immer in Bezug zum Hauptelement. Zum Beispiel haben im Element Laktation die besten 20% der Betriebe einen durchschnittlichen Eiweißgehalt von 3,48%, der Durchschnitt aller Betriebe 3,46% und mein betrieblicher Wert 3,25%. Selektion 85. Dies ist meine Anzahl anderer Betriebe für den Vergleich. Im Bereich der Elemente sind einige unterstrichen. Dies weist auf eine unserer Ansicht nach gute Vergleichbarkeit von Betrieben hin. Zum Beispiel Kilogramm Fett, Trächtigkeitsrate, durchschnittliche Zellzahl und der durchschnittliche SPP. Auf Basis diesem Elements werden die 20% besten Betriebe ermittelt. Also dies ist Ihr Hauptelement. Der Rang. Auch der Rang wird in Prozent angegeben. Zum Beispiel Rang 35. Das bedeutet, 34% der verglichenen Betriebe sind besser als Sie skaliert. 64% hingegen wurden schlechter eingeteilt. Die Skala ist immer 100%. Zur Grafik. Die Grafik gibt Ihnen einen grafischen Überblick von bestimmten Elementen, welche Sie selbst wählen können. Diese Kurven entstammen ausschließlich den Daten Ihres eigenen Betriebes. Der Buchstabe A, B und C in der Legende zeigt Ihnen an, welche vertikale Achse für das Element bestimmt ist. Zum Beispiel könnte man in diesem Fall noch Fett und Eiweiß hinzusetzen. Mit dem Punkt Ereignis können Sie gegebenenfalls bestimmte Ereignisse oder Vorkommnisse in dieser Grafik darstellen lassen. Dadurch können Sie herausfinden, ob dieses Ereignis Auswirkungen auf Ihre Kurven hat.
Der Betriebsvergleich stellt damit eine Übersicht eines Vergleiches auf Basis verschiedener Elemente dar.